Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Spielerei von mir. Und zwar, wir spielen Medieval 2. Und das am 18.02.2019. Ja, warum gerade Medieval 2? Hat folgenden Grund, weil ja dieses Jahr zu diesem Teil und zum ersten Teil beide Remakes erscheinen für die PlayStation 4. Und wann genau ist noch nicht fest. Und deswegen bin ich echt gehypt auf die beiden Teile, weil die ja als HD Remastered gemacht werden, und das habe ich halt gehört, gelesen, dass die damit in Entwicklung sind, und ich halt sehr, sehr gespannt bin. Und deswegen, ja, ist das halt für mich ein Grund, warum ich jetzt halt quasi diese Reihe angefangen habe und das als viertes Nebenprojekt für euch abhandeln werde. Und mich mal so oft viele gefragt haben, auch in Let's Plays und in meinen Streams, ja, warum ich noch kein Medieval mal Let's Player oder ein Pandemonium und. Und darum wird es an der Zeit, dass ich jetzt mal auch euch einen Wunsch erfülle, Medieval 2. Ja, ist ein Spiel, ich kenne es nicht, ich habe es noch nie gespielt, so wie Teil 1 und so wie Teil 3 Medieval Resurrection gibt's auch noch, und ja, deswegen würde ich sagen, wenn es euch gefällt, lasst einfach ein Like da, einen Kommentar, ein Abo. Und natürlich wird dieses Projekt als viertes Nebenprojekt abgehandelt, neben Prey, Sonic Hex und Half-Life natürlich. Mehr ist es nicht. Und ansonsten, lange Rede, kurzer Sinn, los geht's. Das Museum. Ja, wir spielen einen Charakter namens Sir Daniel Fortescue. Sir Daniel Fortescue, der strahlende Held von Gallowmere, jetzt nur noch ein staubiges Relikt in einem alten Museum. Tja, die Dinge haben sich seit deinem letzten Besuch geändert. Wir leben in einer neuen Welt, aber mit denselben Problemen. Finde eine Waffe und mach dich bereit. Oh, und wenn du meine Leuchtspur siehst, stell dich ins Licht und rufe mich mit der Action-Taste. Interessant. Okay, ich muss erstmal die Steuerung begreifen. Also ein Medieval, ich hab das so nie gespielt. Mal gucken. Der legendäre Ritter Sir Daniel Fortescue, geboren um 1250, gestorben 1286 in der Schlacht bei Gallowmere. Die Legende berichtet, dass er nach seinem Sieg über den bösen Zauberer Zarok in der Schlacht von Gallowmere ein Jahrhundert später von den Toten auferstanden, um Zarok ein für alle Mal zu zerstören. Okay. Erstmal überhaupt checken. So, wir sind Sir Daniel Fortescue, einem Held anscheinend, der halt im ersten Teil Zarok besiegt hat. Wer auch immer das ist, keine Ahnung, bitte nicht spoilern. Muss erstmal selber ein bisschen zurechtkommen. Was haben wir denn hier? Erstmal die Musik. Sehr fantasielastig. Jetzt muss ich erstmal überhaupt eine Waffe finden. Die Kamera so ist ein bisschen vielversprechend. Ja, ich habe ein Schwert. Juhu! So, gucken wir mal uns ein bisschen hier um. Was ist das hier? Ich wollte eigentlich den ersten Teil spielen, aber ich habe mal im Internet so geguckt nach der ROM. Finde ich nirgendwo. Ich finde nur diese englische und USA-Version davon. Und japanische. Voll scheiße irgendwo, aber naja. Was soll's. Erstmal zerstückeln. Komm her.
Das da, was wir jetzt gerade getan haben, wir haben einen Gegner gekillt und anscheinend sind das irgendwelche Seelen für irgendeine Art Seelenkelch, nenne ich das mal. Aber mehr Zombie. Ich komme mit meiner Schwertsilbe. Dankeschön. Natürlich will ich mal wissen, was diese Seelenkelche sind. Das will ich auf jeden Fall rausfinden. So, Senk. Was haben wir denn hier? Basen. Und dir? Gegner. Ach du Scheiße. Ah. Geh kaputt. Sag mal das Pausenmenü. Okay. Alles klar. Ich spiele das übrigens auf der PlayStation 1. Aber ich bin auch sehr froh, dass sie das zur PS4-Version machen. Finde ich auch ganz gut. So, was haben wir denn hier? Ich habe eine Pistole gefunden. Interessant. Aber will ich wirklich schon mal hier weiter? Nö, ich will mich hier nochmal umschauen, ein wenig. Kann man ja nie wissen, wa? Ja, hier war nämlich auch noch was. Ich habe doch hier irgendwas gesehen. Ja, hier. Ich habe Museumsschlüssel gefunden. Aha. Wofür? Da bin ich immer gespannt. Ja, da kann ich wohl nicht hoch. Gut. Habe ich jetzt auch rausgefunden. Ach, das wird ein Let's Play, Freunde. Glaubt mir, das wird lang gehen. Ich kann nicht genau abschätzen, wie lang, aber ich werde es natürlich blind spielen. Außer dem Inventar hast du zwei Waffenplätze. Wähle eine Waffe aus und benutze den Stick oder die Richtungstasten, um den Waffenplatz auszuwählen. Wenn beide Plätze belegt sind, wechseln L1 und Quadrat die Waffe, ohne dass du ins Inventar musst. Macht das Leben gleich viel einfacher. Gut, danke für den wertvollen Tipp. Bedeutet, wenn ich eine andere Waffe hätte, dann könnte ich die nämlich wechseln. Gibt es hier irgendwo auch sowas wie so ein Schild? Das wäre auch nice. Um mich ein bisschen zu verteidigen. Was haben wir denn hier? Ein Kupferschild. Was ist hier? Aha, aber erstmal noch nicht. Geld. Wenn man hier. Ist noch nicht ganz fit, was denn? Hier sind noch mal ein paar Grundregeln für den Kampf. Drücke die Dreiecktaste, um dich zu ducken. Drückst du die Dreiecktaste, während du rennst, dann machst du den Temposprint. Kombinier das mit Sprung für einen Supersprung. Versuch's mal. Okay. So, wie sprinte ich denn? Drück doch Dreieck. Nein. So, ich lauf doch und drück Dreieck. Hey. Boah, ich bin so planlos. Warte mal. Steuerung. Nee, ich wollte auch hier. Audio, ne, wollte die Steuerung bitte.
Ja, ich habe keine Ahnung, wie man sprintet. Echt scheiße, ey. Das fängt gut an. Ach nee. Wie sprint ich denn nochmal? Energie! Mann! Na, ja, sorry Leute, dass ich hier so planlos spiele, aber es ist halt eben ein Blindprojekt. Müsst ihr mit leben. Ich denke aber, die ersten 25 Minuten können wir mal machen. Ich höre mir das nochmal an. Also kann ich den Schlag aufladen und dann... Okay. Hier kann ich rein, ich geh jetzt hier rein. Ah, ich kann auch klettern. Erinnert mich ein bisschen an Spyro 2, Cryptos Rage. Ja, komm. Und der. Ach, scheiße. Komm, stirb doch. Komm schön. Du kannst bitte auch mal abdanken. Oh, jetzt kann ich da... Ah, jetzt kann ich sprinten, cool. Nehmen wir das mal mit. Und ein bisschen Heilung. Noch ein Raum? Och nö. Oh oh. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Du kannst mal verrecken, Alter. Alter, komm. So, Arsch. Du kannst raufgehen. Och nö! Ach, Spielende. Ah, ich hasse es doch. Oh, es fängt gut an. Nö! Boah, nee. Okay, dann muss ich äußerst vorsichtig spielen. Ja, komm. Ganz toll. Okay, weiß ich Bescheid. Ich darf nicht sterben. Ah, fuck. Ja, das kann doch was werden. Jetzt hol ich mir nochmal eine Waffe. Ey, das Spiel ist ja jetzt schon brutal für mich. Komm, holen wir mal unser Excalibur. Ich hab ja gesagt, es wird ein langes Let's Play.
Deshalb spiele ich jetzt ein bisschen vorsichtiger. Du Dreckszombie, machst mir die Leben schwer. Aber ich muss verdammt vorsichtig spielen, ey. So, holen wir uns erstmal den Schlüssel. Weil ich mache extra erstmal ein bisschen länger, um das hier was zu schauen ab. Ja, ich darf nicht zu oft sterben, das ist mir auch nicht gut. Kaum mehr. Ja, ich muss echt mal ein bisschen auf meine Energie achten, das ist echt verdammt scheiße irgendwo. Oh, nehmen wir mal das hier mit. Ich habe eine Pistole gefunden, aber wofür kann ich die verwenden? Ja, Energiefläschchen. Dankeschön. Bringt mir jetzt aber gar nichts. So, hier. Ein Schild! Ein Kupferschild. Rein damit. Es kommt hier sowieso eine Szene, weg damit. Ach, nein, nicht treffen lassen. So, einer ist tot. Oh, verdammt. So, endlich. Und ist noch doof. Mein Gott. Nimm mal ein bisschen mit. Ah, ich heil mich jetzt. So, bevor wir weitermachen, ich hoffe, dass euch der erste Part, den ersten Eindruck gefallen hat. Wenn ihr mehr Parts zu diesem Spiel sehen wollt, dann lasst einfach mich wissen mit einem Daumen nach oben und eure Meinung. Und wenn ihr keine weiteren Parts wollt, dann kommen erst dann welche. Wenn ihr mal so im Durchschnitt so 3 bis 5 Likes mal da lässt, dann gibt's auch mehr Medieval 2. Von daher, danke fürs Zusehen, bis dann und